Ein herzliches Willkommen zurück hier zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wow, und hier geht die Action gleich mal los gegen diese Dekuranjas. Und die treffen uns sogar. Warte mal, Meter. Okay, im ersten Part haben wir unsere Mission erfahren. Haben erfahren, dass wir wohl der legendäre Held sind. Und wir finden hier die Dekunus. Ein weiteres Item. Wirf die Dekunus, sie wird zerplatzen und deine Gegner betäuben. Wir werden auch gleich mal das ganze Zeug ausrüsten. Wir haben auch schon ein paar Dekostäbe gefunden und jetzt auch ein paar Dekonüsse. Sehr, sehr schön, sehr formidabel. Und in jedem Fall haben wir erfahren, dass wir der Held sind. Und wir müssen jetzt den Dekobaum, dem Beschützer des Waldes, befreien. Von all diesen Monstern. Okay. Und wir haben schon ein Herzchen verloren. Herzchen her, dankeschön. Diese Sträucher lassen oftmals Herzen, wenn man sie zerstört. Oder Rubine meistens auch. Genau, Rubine oder Herzen. Eins von beiden. So, zieh von dann! Du Monster! Und Navi, du nervst jetzt schon so tierisch. Gut. Schau doch, Takeru, wenn du den Dingens nach unten drückst, dann kannst du durch das Netz nach unten sehen. Okay. Wir schauen mal nach. Und da unten geht's in der Tat weiter. Nur wie kommen wir durch dieses Netz? Man weiß es nicht. Und wie kommt hier eine Leiter hin? Tja, auch keine Ahnung. Noch ein kleiner Nachtrag vielleicht. Ein Nachtrag zur, zum Einstieg. Ich sagte ja im letzten Part, dass wir die GameCube-Version spielen. Die ist natürlich auch inhaltsgleich mit der N64-Version. Das ist die Version, die für die, oder in der Collector's Edition erschienen ist. 2003. Da sind auch noch drauf die ersten beiden Zelda-Titel und Majora's Mask. Sieh dir diese Wand an. Vielleicht kannst du dir ja an den Pflanzen dort hinaufklettern. Ja, das könnte hinhauen. Doch da sind ein paar Spinnen und ich hasse Spinnen. Uah. Na, wie gesagt, hier haben wir erstmal eine große Kiste und dort scheint irgendwas Wichtiges drin zu sein. Wir finden die Labyrinthkarte. Natürlich auch ein typisches Zelda-Item. Blaue Räume hast du bereits aufgesucht, der blinkende Raum ist deine momentane Position. Okay. Okay, alles klar, wir schauen gleich mal nach. Und sehen, der Dungeon ist... Der Dungeon ist, ja, nicht sehr klein, aber auch nicht, sehr groß, sag ich mal. Okay. Ab in den nächsten Raum. Um eine Tür zu öffnen, stell dich genau davor und drücke A. Na, danke, dass du uns sagst, wie man eine Tür aufmacht. Hei, hei, hei. Okay. Supi. Wow, Monsterhilfe. Da brauchen wir das Schild anscheinend. Oh ja. Zieh von dann und stirb. Vergebung her, lässt du mich gehen, wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue? Springst du aus großer Höhe und drückst bei der Landung den Steuerkreuz nach vorne, rollst du dich ab und linderst du den Aufprall. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass dies bei jeder Absprunghöhe klappt. Probier's einfach aus, wenn du Mut hast. Ich verschwinde. Naja, wir haben Mut. Im Gegensatz zu dir. Na, wie gesagt, auf jeden Fall ist dies hier Ocarina of Time erschienen für die Collector's Edition. 2003, die kannte man oder kann man sogar noch kaufen, aber nicht mehr offiziell, sag ich mal. Also nicht mehr auf normalem Wege. Natürlich schon offiziell, aber halt ja, auf Amazon vielleicht noch oder eBay oder so, aber ansonsten... Hier bekommen wir auf jeden Fall die Feenschleuder. Das Dungeon-Item schon sehr, sehr früh, wie ich finde. Drücke C, um die Schleuder zu benutzen. Halte C und ziele mit dem Steuerkreuz. Lass C los, um Dekokerne abzuschießen. Wenn du sofort schießen willst, halte C etwas länger gedrückt und lass dann los. Okay. Wir rüsten auch gleich mal die Schleuder aus. Okay, da haben wir sie. Und dann, ja, supi. Haben wir hier oben noch was? Wir kraxeln mal hoch. Und da ist, ja, nur eine Kiste. Mit einem Herzchen. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und, oh, die nächste Leiter. Und ich glaube, wir brauchen hier mal unser Dungeon-Item. Und, Tatsache, wir hauen die Leiter herunter. Und schon können wir den Raum verlassen. So einfach kann es eben doch gehen. So, und wir haben 11 Rubine. Eine Schnapszahl. Ich hasse Schnapszahlen.
Aber wie dem auch sei. Okay, da hinten geht's zurück. Wir werden uns mal um diese ganzen Spinnen hier kümmern. Hua! Eins ist hin, zwei im Sinn. Ich hasse Spinnen und ich hasse Schnappzahlen. Wir haben hier beides. Okay, da oben. Die eine kriegen wir noch. Jetzt zum Beispiel. Ekeliges Monster. Okay, wir haben keine Spinnen mehr und keine Schnappzahl. Die Welt ist wieder in Ordnung. Holdrieu. Okay, wir werden mal hier hochkraxeln und dann mal sehen. Wir gelangen in die oberste Etage des Baums. Und sind mal gespannt, was wir hier vorfinden werden. Boah, Riesenspinnen auch noch. Um Gottes Willen. Hier ist noch eine Tür. Und sie wird verschlossen. Warum? Eine Falle? Wir aktivieren mal den Schalter hier. Und springen. Und springen hier auch rüber. Okay. Und schon gleich die nächste, die dritte Truhe bereits. Wir finden den Kompass. Und können jetzt sehen, wo im Dungeon Kisten sind zu öffnen. Auch sehr schön. Hier noch eine im Raum und unten noch eine. Also noch zwei Kisten, nicht mehr ganz so viel. Aber gut, immerhin besser als gar nichts. Schauen wir mal da hinten. Vielleicht. Hua. Du Mistspinne, ich bring dich um. Und immer wenn sich das Teil dreht, können wir es angreifen. Und Piranha hier will auch sterben. Gut. Tun wir ihr den Gefallen. Okay, und aktivieren dann noch ein einziges Mal hier das Teil. Und schauen mal nach. Hopp. Was ist dort drüben in der Kiste? Und was ist das für ein Vieh? Eine normale Spinne auf jeden Fall nicht. Ein Herzchen. Und was ist das? Ein Himmelswillen hier. Wir bringen es mal um. Und wir haben eine goldene Skulltula zerstört. Wir erhalten dafür ein Skulltula-Symbol. Ja, das ist ja famos. Sehr famos. Cool. Doch, wie kommen wir jetzt wieder aus der Tür heraus? Wir haben hier eine Fackel. Entzünden die jetzt hier mal. Und das war's auch schon. Das Rätselslösung. Wir können auch einen Dekustab sparen, indem wir B drücken. Das Schwert wieder herausziehen. Und schon haben wir weiterhin noch drei Dekustäbe und haben keinen verloren. Hoa! Riesenspinne muss sterben! Okay, wir haben hier soweit alle Räume durchstöbert. Und wie können wir jetzt unten durch dieses Netz? Vielleicht, indem wir runterspringen. Hua, das wird... Oh, scheiße. Ja, Satz mit X, das war wohl nichts. Gut, sammeln wir nochmal ein paar Deku-Stäbe auf. Deku-Nüsse, die wir gar nicht brauchen. Und dann nochmal ganz nach oben, liebe Freunde. Das ist doch nichts zu glauben hier. Das nur durch dieses pure Unkönnen. Und weil ich das Steuerkreuz verzogen habe, vor allen Dingen. Und die Viecher sind auch schon wieder da. Das muss doch nicht sein. Ach, wie doof. Okay. Nochmal alle umbringen hier. Da oben. Da bist du. Das ist doch nicht zu glauben. So. Was haben wir hier dann? Wir erhalten Deku-Kerne. Es sind kleine, harte Kerne. Du kannst sie als Munition für die Schleuder benutzen. Cool. Sehr schön. Schon haben wir wieder volle Munition, volle Lebensfreude auch. Und können auch einmal diesen Harakiri-Sprung versuchen. Und sind mal gespannt, ob wir jetzt unten ankommen werden. Und das heile. So. Spinne ist schon wieder da. Das glaube ich nicht, ey. Das, die respawnen anscheinend auch. Oder da hinten waren wir, glaube ich, ne? Okay, wir haben ein bisschen, wir haben schon zwei Spinnen hier umgebracht. Hätten wir gar nicht müssen, aber egal. Runter, hua. Und dieses Mal muss es doch klappen. Aller guten Dinge sind zwei. Gut, wir haben es geschafft. Da hinten ist noch so ein komisches Vieh. Merkwürdig. Hua. Tot. Und dann springen wir mal rüber. Und werden es hoffentlich einsammeln. Sehr schön. Unser zweites Skulltula-Symbol.
Was auch immer das bringen wird. Wir haben ja noch keine Ahnung. Okay, ein Schalter, der diese Fackel aktiviert. Und liebe Freunde, ich glaube, hier ist doch irgendwo noch so ein Vieh, oder? Da hinten zum Beispiel. Wir können es nicht anvisieren, leider. Wir müssen jetzt so zielen. Geht aber auch. Kein Problem soweit. Dann jetzt mal hoch hinaus. Du hast eine goldene Skulptur zerstört und erhältst ein weiteres Skulptur-Symbol, Nummer 3. Und ich glaube, hier im Dungeon haben wir so... Doch, eins haben wir hier, glaube ich, noch. Das wir noch nicht erreichen können. So, was haben wir hier? Noch ein Herzchen. Na, dir meint's aber gut mit uns. Okay, wir machen mal Folgendes. Zünden unseren Dekostab an. Und laufen hier rüber. Und öffnen... Oder verbrennen das Netz, besser gesagt. Und können so hier weiter. Noch so ein Vieh, kein Problem für uns. Huah. Vergib mir, Herr, ich werde es nicht wieder tun. Lass mich frei und ich gebe dir einen Geheimnispreis. Nie wirst du meine Brüder bezwingen, wenn du sie nicht in richtiger Reihenfolge bezwingst. Merke dir, 2, 3, 1. Rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Bin ich jetzt ein Verräter? Das bist du, ja. Rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Und hier ist noch ein Rätsel. Die Tür ist verschlossen, vergittert. Und da ist ein Auge oben drüber. Na. Das haben wir nochmal gerade so eben gelöst, das Rätsel. Was haben wir hier? Befindest du dich im Wasser, kannst du tauchen, indem du A gedrückt hältst. Wetten, du findest da etwas Interessantes? Bestimmt, wenn du das sagst. Machen wir das mal. Hua. Hinunter. Hier ist ein Schalter. Aktivieren wir den mal. Und ich glaube, das Wasser sinkt ab, genau. Und wir können jetzt unter diesen Teufelshäcksler runter. Also, rauf hier. Und jetzt hoffen wir mal, dass es klappt, genau. Jetzt können wir unten drunter schwimmen. Sehr schön. Okay. Das Vieh kann sterben. So, und bam. Tod und Verderben. Oh, Navi. Stell dich vor den Steinblock und halte A gedrückt, so kannst du ihn ziehen oder schieben. Auch zum Hinaufklettern musst du dich vor den Block stellen. Drücke erst den Steuerkreuz in Richtung des Blocks und dann A. Achte auf das grüne Aktionssymbol. Du bist immer so hellseherisch und begabt und was weiß ich nicht noch. Heieiei. Okay. Na, Link, du musst doch jetzt schieben. So, jetzt schiebt er auch ein bisschen. Diesen Steinblock. Sehen wir ja auch hier, dass man den verschieben kann. Und das sollten wir auch tun, um ganz leicht da oben hinaufzukommen. Hopp. Und hopp. Wow. Ein weiterer versperrter Bereich hier. Huah. Oh, das ist doch nicht zu glauben. Diese Deko-Piranhas treffen mich hier sehr gerne heute. Verstehe ich gar nicht. Normalerweise tun die das fast überhaupt nicht, aber irgendwie momentan schon. Ich brauche ein Herz. Ich brauche ein Herz. Die Sträucher kommen auch wieder, ne? Genau, die Sträucher kommen wieder. Sträucher zu mir. Herzchen zu mir. Sehr schön. Vielen Dank. So. Da hinten ist eine Piranha. Wir machen mal Folgendes. Na. So. Anzünden. Und anzünden. Das sollte genügen, genau. Wir können weiter. Und ich würde mal sagen... Oh, da hinten. Eine Skulptur, die können wir jetzt ganz leicht besiegen. Mit der Schleuder. Hopp. Die macht gar nichts. Also ganz leicht, wirklich. Gut. Auch noch so ein Vieh. Wir wissen doch eh, was wir tun müssen. So, wir entzünden jetzt mal den Dekostab ein weiteres Mal und können hier... Momentchen mal. Da ist doch eine Steinwand. Und die können wir sicherlich so nicht... Mann, das ist doch nicht zu glauben, diese Piranhas. Also ich schmeiß hier bald eine Atombombe auf die Scheißviecher. Okay. Diese Wand können wir auf jeden Fall irgendwie beseitigen, aber nicht mit diesen Items, die wir bisher nur haben. Hm. Naja, mal sehen. Wir schauen mal.
Ich brauche doch keine Munition, liebe Freunde. Ich brauche doch einfach nur Herzchen. Danke. Okay. Was haben wir hier denn? Eier? Spinneneier! Ich will nicht. Uah. Das ist doch nicht zu glauben. Diese vermaledeiten, mistigen Viecher hier. So, Herzchen her. Wow, die haben es beide hier eilig zu sterben. Gut. Wir tun ihnen den Gefallen. Was machen hier Spinneneier? Das glaube ich doch wohl nicht. Heieiei. Okay, sei es drum. Renn, Link, renn. Entzünd das Netz und dann nichts wie ab. In den nächsten Raum. Und ich glaube, da hinten waren wir da nicht schon. Wir schauen nochmal. Ich glaube, ja. Wir sind wieder im Anfangsraum. Hier im unteren Abschnitt. Und ich will nicht getroffen werden diesmal. Danke. Endlich mal. Dass wir hier mal souverän diese Viecher down bekommen. Ist ja selten genug hier. So, wir schieben jetzt mal diesen Steinblock beiseite. Und genau. Mir kommt so eine spontane Idee. So, Link, schieb. Du musst schieben. Um dein Leben. Gut. Das haben wir hier geschafft soweit. Mach mal Folgendes. Rüber hier. Rüber dort. Und dann roll dich, Link. Und das klappt. Und es geht noch tiefer. In die tiefste Ebene. Da haben wir drei solche Viecher. Moment. Links, rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Goldene Mitte. Rechts vor links. Dann dürfte hier rechts sein. Da drüben links. Und? Das war richtig so, glaube ich. Na komm doch her. Woher kanntest du das Geheimnis? Bist du ein Hellseher? So sei es denn, ich werde dir das Geheimnis der Spinnenkönigin verraten. Um sie zu vernichten, solltest du die Früchte des Baumes nutzen. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Vergib mir, Königin. Schande über mich. Ruhe in Frieden, mein Lieber. Und, ich glaube schon beinahe, an diesem weißen Totenkopf sehen wir. Unser erster Bosskampf steht hier kurz bevor. Und ich würde mal sagen, beim nächsten Mal werden wir diesen Bosskampf auch starten. Also, meine Lieben, bis zum nächsten Mal und bis dahin, macht's gut.